Das ist die WOM-Filiale in Berlin und da traf ich Tanja Kopecky. Wir wollten Tickets kaufen für ein Konzert von Oasis. In diesem Laden, der bis oben hin vollgepackt ist mit CDs, Videos, Computerspielen und anderem Silberplastikkram. Live auf Kassette ist alles, was Tanja bisher von den Konzertkünsten ihres Idols gesehen hat. Noel Gallagher ist Bandleader von Oasis. Was für eine Band ist das überhaupt? Es ist einfach so eine Band für alle, also für jeden, für hängengebliebene Beatles und Rolling Stones Fan und auch Kiddies und Girlies und verkörpern auch so ein bisschen so die Weiterführung der Beatles und Kings und so. Das ist übrigens meine CD, Lady Bird. Ich habe morgen Geburtstag und wir wollten halt auf dem Konzert bzw. beim Soundcheck kurz drehen. Ja, das ist aber leider nicht möglich. Kein Anschluss. Ich habe jetzt aber zum Beispiel aus England gehört, dass es da möglich ist, Aufnahmen zu machen. In England ist immer noch was anderes als Deutschland. In England geht das, aber in Deutschland ist das alles nicht möglich. Sie war natürlich sehr enttäuscht. Schließlich ist es kein Zufall, wenn ihr Liebling ausgerechnet an ihrem Geburtstag in Berlin spielt. Und Noel Gallagher wäre sich bestimmt nicht zu schade gewesen, Tanja von der Bühne herab zum Geburtstag zu gratulieren. Vor unseren Kameras. Weltweit übertragen. Aber nicht zulassen. Dann muss ich es wirklich zur Anzeige bringen. Ja, das ist ein Urheberrecht und da darf ich nicht. Entweder die Kamera bei uns abgeben. Somit darf ich gar nicht. Muss ich die Polizei einschalten. Muss ich zur Anzeige bringen. Ich sage es wirklich. Das ist das letzte Mal. Ich muss alles sehen und dann am besten ganz nah dran und ganz vorne. Aber ich bin nicht selber so der Typ, der irgendwie in der Masse rumhüpft oder so. Normalerweise, wenn ich beim anderen Konzert wäre, würde ich mich tierisch bedrängt fühlen, aber in dem Moment war mir das echt so egal. Die hätte mich da auf den Boden schmeißen können, noch nicht rumtreten können. Ich meine, da hätte mich eh jemand wieder rausgeholt und ich glaube, ich bin in der Beziehung auch ziemlich robust. Von Anfang bis zum Ende habe ich natürlich mitgesungen, in der dritten Reihe, versteht sich, ganz vorne. Hab extra kein Bier getrunken und so weiter, damit ich bloß nicht zwischendurch aufs Klo rennen muss. Ich habe jetzt wirklich 2 Jahre darauf gewartet, diese Blödköpfe endlich mal live zu sehen. Voller Sound, wunderbarer Gesang, man kann da mitgrölen oder mitsingen. Die Texte gehen ins Ohr. And all the roads we have to walk are winding. And all the lights that lead us there are blinding. Tanja ist auch DJ. Im Blauen Peter an der Reeperbahn ist die Hölle los, wenn sie Platten auflegt und eine Band namens Boy Division ihre eigene Version von Wonderwall spielt, dem Oasis-Hit überhaupt. Eigentlich ist es eine super Prollkneipe. Das ist eine richtige Saufkneipe, wie das Ambrosius. Da kostet ein halber Liter Bier 2,80 Mark, ein Korn 1,20, Wodka 2,50. Also
ich würde auch gerne auf der Schiene wie Oasis fahren, einfach super berühmt zu sein, obwohl ich mir vorstelle, dass ich mir dann auch ziemlich eingeengt vorkomme als Person. Alles, was du machst, wird verfolgt, wo du einkaufen gehst, was du isst, mit wem du dich triffst. Ziemlich viel bei Beatles geklaut. Beatles ist ja auch so ein Modelliger, als tierischer Beatles-Fan. Meine Eltern haben auch ganz großartig Schulter. Ich bin schon als Kleinkind Beatles-Fan. Ich weiß gar nicht, wie alt bin ich dann, ja. Bei den Beatles fing der musikalische Meilenstein der Welt. Mich kann man ganz schnell aus der Ecke locken mit schönen Melodien. Und ich denke, das ist einfach das, wo man mich mitkriegen kann. Also am liebsten gucke ich Oasis, wenn ich Besuch habe und ich dann wirklich super euphorisch über meine Stars und Idole sprechen kann und gleichzeitig das Ganze auch noch mit Filmen belegen kann, also mit Interview-Ausschnitten. Ja, das hat er wirklich gesagt. Von hier, da, genau an der Stelle. Da singt Noel auch deswegen was an. Also Noel Gallagher ist geboren am 29. Mai 1967. Das Witzige ist, dass er auch Zwilling ist wie mein Freund. Es ist eines der schlimmsten Stücke von Oasis, finde ich, weil dieses Mundharmonika-Gezischel nervt ungemein. Könnte ich mir schon vorstellen, dass ich so in Rangfolge John Lennon, Noel Gallagher, Tanja Kopecky, hört sich schon ziemlich klasse an. Also der neueste Skandal von Oasis ist diese Woche. Oasis haben jetzt Hausverbot bei der Pacific Airlines. Sind schon besoffen an Bord gekommen, haben die Stewardessen angepöbelt, rumgekifft. Richtig peinlich. Von oben gepackt am Kopf. Das ist die kleine Tanja, 1966 mit meiner Cousine zusammen, Anfang 80er. Ach, eine schreckliche Dauerwelle. Immer noch bin blond. Ich da 19. Dann sah ich dann 3 Tage später das so aus. Das ist das Internet, Fanpages und aus der Presse. Und irgendwann, denke ich, bekommt man so eine Nähe, dass man sagt, so langsam lerne ich den Typen richtig kennen. Es ist wie ja, recherchieren und forschen. Er ist super laid back, er ist cool, ja, super schön kann man nicht sagen, aber ich stehe sowieso nicht so auf super gut aussehende Typen. Was soll ich mit einem super schönen Typen, den ich überall mit hinnehmen kann und mich brüsten kann, dann hier, guck mal, was habe ich für einen tollen Typen, aber er hat nichts in der Birne und stellt nichts dar. Das ist auch so ein super hübscher Charakterkopf, super intensiv. Die sind echt zu Superstars geworden. Super schön gemacht. Die super stark sein. Super zusammengeklaut. Super gut erkannt. So super wichtig, glaube ich, ist es nicht. Noel Gallagher ist zurzeit der bestverdienste Musiker der Welt. Vielleicht ist das auch ein kleiner Anreiz mittlerweile. Manchester City ist seine Lieblingsmannschaft. Und wenn er nach Hause kommt, alle seine Freunde können ihn sehen. Und seine Familie kann endlich auch mal zu den Konzerten kommen, da wo sie gewohnt haben. Da zu sein, wo man seine Kindheit verbracht hat. Knochengirl war ein ganz normal experimentaler Punkrock. Der Mo, der später auch bei Lady Bird mitgespielt hat. Today is
on the street, but the fire in your heart is out. I'm sure you heard it before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the love he has to offer me, all the love that he's after, I'm blind. Wie wird es weitergehen? Wird es Fans geben, die sie aufs Podest heben? Oder wird alles nur noch hinter Glas stattfinden? Das reicht mir schon. Ich bin auch schon selber ein kleines Idol, wahrscheinlich für andere Leute. Musikstil und das besonders in Japan und den USA äußerst erfolgreich. Und jetzt ist Lady Bird hier bei uns mit It Only Takes a Boy. What's the hour of the day? We throw at least one away. And walk the street for half a year.